So ein schöner sonniger Herbsttag. Wunderschön. Gerade ideal von den Temperaturen her, dass wir die ganzen Felle, die wir gerade gekriegt haben, auch von den Jägern, jetzt aufbereiten und sie jetzt so das Fleisch entfernen, damit wir es vorbereiten für den weiteren Vorgang zum Gerben. Was ist jetzt eigentlich deine Inspiration, dass du das tust? Dass du da so eine harte Arbeit antust? Oder wie siehst du das eigentlich? Es macht mir Spaß und ich will mein eigenes Lederband haben. Was? Ich will mein eigenes Lederband haben. Ich will mir eine Kleidung machen. Ich möchte ein Leiberl, eine Hosen und eine Jacken aus Leder haben. Aha. Selber gegerbt. Ja, das nehme ich jetzt einmal stark an. Aber wie lange schätzt du, dass du da so arbeitest dran, bis das sowas fertig ist? Ja, ich nehme mir Zeit den ganzen Winter. Cool. Aber ich habe einige heute. Und das ist ja eine Hirschkur, die kann ich glaube ich auch nicht alleine gerben. Mhm. Von wo kriegst du die heute so her? Und die Jäger. Und die Jäger? Ja. Ah, cool. Und die geben das einfach so her oder muss man da irgendwie was zahlen oder? Nein, die schenken dir das, weil die hauen es weg. Ah, die schmeißen es weg? Ja. Wird das nicht mehr gebraucht heute, oder was? Das wird nicht mehr gebraucht, nein. Cool. Wie lange bist du jetzt schon dran bei deinem Felder? Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Hirsch. Und wie lange werkst du da jetzt schon? Beim Fleisch aber scrapen oder beim was scrapst du da aber? Oder schon? Fleisch ins Fett. Fleisch und Fett. Da werke ich jetzt. Oh, das habe ich nicht auf die Uhr geschaut. Gestern habe ich vielleicht eine Stunde. Und jetzt vielleicht eine halbe oder drei Viertel. Was schätzt, was du noch lang brauchst? Ich brauche jetzt nicht mehr lang. Ich brauche vielleicht nur eine halbe Stunde. Ah, cool. Das ist ein Riesenfell eigentlich. Ja, das geht super, aber das geht echt gut, aber. Hast du da vorher noch was vorbereiten müssen oder was? Oder nimmst du die einfach her, wie du das kriegst vom Jäger und dann gleich weiter? Wichtig ist, dass sie nun feucht sind. Die darf nicht getrocknet sein, weil dann. Ah ja. Das ist nicht gut. Ja. Okay. Was hast du da für Werkzeug? Ja, das hat mir mein Mann hergekriegt. Das ist ein Ziehmesser. Und da hat er mir eine scharfe Kanten aufgemacht. Also einen rechten Winkel aufgemacht. Ah, und das geht okay. Super. Das heißt, das muss doch ein scharfes Werkzeug sein. Das heißt, das muss eine Kanten sein. Okay. Weil sonst kannst du das nicht runterbringen. Die eingeweichten Häute, ja, ideale Voraussetzungen jetzt gerade im Herbst. Schön kühl, keine Fliegen. Das heißt, man kann sich ein bisschen Zeit lassen auch beim Arbeiten. Man muss nicht so schnell sein, das vergammelt nicht so schnell. Das ist auch sehr wichtig, weil wenn du den Nachbarn hast, dann sollte man da ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Gerüche, die man halt so aus die Häute da so rausbringt. Ja. Das Entfleischen geht ja voran, wenn wir dann alle fertig haben und bereit sind für den nächsten Schritt, dann werde ich euch wieder einladen zuzuschauen. Also dann, bis bald, ciao!